Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem Terraforming-Tutorial auf dem Kanal Projekt Palandria. Heute machen wir einen Bogen. Hört sich einfach an, ist aber gar nicht so einfach. Ich würde mal sagen, so Schwierigkeitsstufe 2 von 5. Den kann man zum Beispiel als Übergang benutzen oder als Tunnel, wie wir ihn jetzt benutzen, zwischen normalen Hafen und Fischereihafen. Und so als Abgrenzung, damit da ein bisschen, naja, Unterschied reinkommt. Gut, was braucht man? Man braucht zum einen World Edit, ganz normal, sollte überall jeder haben, weil sehr wichtig und so auf dem Server. Alternative gibt es auch Singleplayer Commands. Gut, dann braucht ihr noch Craft Scripts von dem lieben Inhaze. Wie das Ganze installiert wird, diese Craft Scripts, findet ihr auf dem seinem Planet Minecraft Account, quasi auf dem Link, den ich euch in die Beschreibung packen werde. Das war's dann auch schon von der Vorbereitung und dann geht's schon los. Viel Spaß. Gut, dann brauchen wir ein paar Befehle auf den Tools. Als allererstes würde ich mal sagen, nehmen wir ein Tool, die Schaufel, und machen Brush Sphere aus 2, also Erde, die, je nachdem wie dick wir das haben wollen, sagen wir mal 10 groß ist. So, dann werden wir mal den Bogen anzeichnen. Wichtig ist, hier ist die Straße und da soll der Bogen drüber führen. Ich habe relativ wenig Platz, deswegen muss ich mal schauen, wie ich das machen werde. Wichtig ist, dass man erstmal nicht so steil hochgeht, dann eher steiler hochgeht. Oben wieder flacher wird quasi. Dann wieder steil runter geht. Okay. Führen wir hier ein bisschen mehr. Geschehen. Dann kommen die Craft Scripts zum Einsatz. Das ist dann /cs, greift man auf die Craft Scripts zu und dann gibt es eben diverse Craft Scripts. Also ich benutze hauptsächlich den Erode und den Fill. Die Erode ist eine natürliche Erosion quasi, die man einstellen kann auf Beispiel 6, 1, 1, also die Größe von einem 6er Radius. Faces ist die, es ist ein bisschen die Feinheit und Strength ist natürlich der, ja, die Dicke, das wie viel eben beim Erode weggenommen werden kann soll. Gut, das Ganze gibt es im nächsten Ding nochmal genau gleich im Fill. Und dann gibt es das Ganze nochmal mit mehr Faces, damit das Ganze. Du machst dann meistens eins kleiner, Faces auf 3. So. Das hat mich gar nicht mehr gestört. Okay. Egal. So, jetzt seht ihr mal die Auswirkungen des Befehls. Also hier ist der Fill, da kann man so fillen. Und hier ist der Erode, da wird es langsam erode. Und das ist jetzt mit den 3 Faces. Die Diamantene und die Goldene. Dann gibt es noch diesen hier, den ich gerade eingebaut habe. Das ist der Fill mit 611 und das ist der Erode mit 611. Der macht genau das Gegenteil. Ist hier eine Maß drauf? Nein, ist nicht. Hat nur geleckt. Gut, dann werde ich mal ein bisschen hier rumwerkeln und ich stell mal auf Speed up, damit ihr nicht ewig warten müsst.
So, liebe Leute, da bin ich wieder aus dem Speedup zurück. Jetzt habt ihr das ein bisschen gesehen, wie das so geterraformt wird. Jetzt haben wir mal so die grobe Form des Bogens, aber wenn man so durchgeht, dann sieht das doch recht gerade aus. Deshalb gibt es einen kleinen Trick von mir. Das ist der Völler, genau. Wir ziehen hier einfach in der Mitte komplett einmal durch. Wir gehen dann nochmal ein Stück raus. Und das terraformen wir jetzt wieder. Also bis gleich. So, jetzt haben wir das auch geterraformt und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal andersrum. Das heißt, wir steigen jetzt hier in der Mitte ein und ziehen hier einen Strich rüber. Habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet gehabt. Da hier hinten, wo ich gerade schweb, noch Berge hinkommen, wird das gleich hier wieder höher werden. Zack, zack, zack. Und das Ganze noch auf der anderen Seite. Ah, dann gehe ich mal wieder in den Speedup. So, damit wäre das Ding jetzt quasi geterraformt. Es wird gerade Nacht. Glaube ich. Egal. Dann wieder ein bisschen Potion hier. Das Ding wird jetzt so ungefähr geterraformt. Jetzt kommt es darauf an, das Ganze zu replacen. Davor möchte ich euch noch ein bisschen was erklären. Also Überhänge sind in Minecraft immer echt extrem gut, weil sie so nicht wirklich generiert werden, richtig schön. Deshalb finde ich hier diese Elemente von dem Übergang passen hier vollkommen rein, und so einen Bogen siehst du normal nie in Minecraft. Deshalb ist das ja auch was Besonderes. Hier ist auch wieder ein Überhang, da drüben auch. Ist eigentlich fast überall so. Weil ich einfach so terraforme, hier fehlt ein bisschen was. Es darf ruhig ein bisschen unperfekt sein, weil wenn sie so perfekt wäre, dann wird es wird auffallen. So in der Entfernung nicht, aber wenn man dann so durchgeht, wird es auffallen. Dass es einfach, ja, so ist. Okay, dann replacen wir das Ganze mal ein bisschen. Dafür werde ich wieder ein bisschen Zeit nehmen, und da müsstet ihr eigentlich nur zu sehen und nicht zu hören. Dann machen wir einmal einen
Schleiß. So. Boah. Dann schauen wir halt mal durch. Hier unten zum Beispiel muss man dann per Hand einmal drüber gehen. Sonst ist das hier eigentlich noch recht Baustelle. An sich der Bogen kann jetzt noch bepflanzt werden. Mit Gras, Bäume etc. Aber ich denke, fürs Tutorial war es das erstmal. Naja, wenn ihr Wünsche habt und Anregungen für Tutorials, die ich machen sollte, dann schreibt sie mir doch einfach hier auf YouTube oder auf Facebook oder keine Ahnung wo, wo ihr wollt. Das war's dann auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim, naja, Ausprobieren und Lernen. Tschüss.